Lieber Philipp, ich habe aus Termingründen meinen Operationstermin auf November verlegt. Ja, abgesehen von der Lendenwirbelsäule steuere ich auf eine Halswirbelsäulen-OP zu. Und jetzt kommt's. Und dann machte ich deine Übungen mit dem Achter des Kopfes. Plötzlich sind die Krämpfe in der Muskulatur der Halswirbelsäule wie verschwunden. Sensationell, schreibt sie. Ich fühle mich wie 14, was die HWS betrifft. Danke, danke und liebe Grüße. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist die Geschichte, die ich euch gestern schon erzählen wollte. Es kommen viele solche Mails, Briefe, wie auch immer, wo man einfach sieht, dass Bewegung uns einfach gut tut. Ja, und da sind wir auch schon beim Stichwort. Starten wir hinein mit der ersten Übung. Den Achter der Halswirbelsäule machen wir heute nicht, aber wir beginnen mit einem Achter. Und zwar, wir stellen uns einmal so hin, dass wir uns wohlfühlen. So leichte Grätsche oder Beine mehr zusammen, bleibt euch überlassen. Und dann beginnen wir hier mal mit unseren Armen einen liegenden Achter zu zeichnen. Ja, das sind diese Geschichten, die sind super. Und das ist, ja, bestätigt mich immer wieder, dass wir am richtigen Weg sind. Beziehungsweise, dass ihr am richtigen Weg seid. Ja? Und wir haben ja auch viele mit dabei, habe ich glaube ich die Woche vorgelesen, von absoluten Bewegungs- und Sportmuffeln. Gut, jetzt können wir aber schon größer werden, natürlich die Fortgeschrittenen und die Profis. Ja? Und dann natürlich in der Profivariante überhaupt größer werden. Große, schwingende, liegende Achter, wir gehen dabei in die Knie nach oben, nach unten. Ja? Also auch Bewegungsmuffel, die irgendwann angefangen haben zum Mitturnen und dann entdeckt haben oder festgestellt, wie gut sie dann tut. Das sind diese 20 Minuten pro Tag. Das ist nicht viel, bitte macht's weiter. So viel Einsatz, aber ihr bekommt so viel zurück. Gut, wir schwingen schon größer von der Bewegung her. Bringen wir den Kreisel auf den richtigen Schwung. Starten wir gleich mal ein bisschen dynamischer hinein. Natürlich kann ich auch einmal die Richtung wechseln, hätte ich fast vergessen. So, und jetzt gehen wir nach oben und machen den stehenden Achter. Stehender Achter, zack. Geh nach oben, wieder nach unten. Und auch dabei kann er sich mit den Beinen mitschwingen. Nimm auch den Oberkörper ein bisschen mit. Jawohl. Erst die Kurve da und oben an, auf einen Scheinwerfer. Ja, unser Stuhl ist ein bisschen zu nieder. Muss da eine Spur nach hinten gehen. Jetzt geht's. Hoppala. So, jetzt stoppen wir mal. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Gehen nach oben. Umgehen, schwingen. Oder wieder zurück in die andere Richtung. Jawohl. So, wir kommen nach oben. Wir können in der leichten Grätsche stehen bleiben. Jetzt legen wir unsere Fingerspitzen Richtung Schulter und beginnen einmal hier ebenfalls ganz locker zu mobilisieren. Oh, grüß Gott. Ja, dann versuchen hier größer zu werden. Einfach hineinfühlen. Sanft beginnen. Kleine Bewegungen. Und wenn ich merke, dass es gut funktioniert, werde ich hier größer. Ja? So, nächster Schritt. Wir greifen unser Kastel, machen uns lang, greifen nach oben hin, legen es praktisch da ab. Andere Seite, machen uns lang. Zack. Jawohl, genau so. Lang machen, zurückkommen. Dann kann ich mal so in die Mitte hineingreifen. Ja, auch auf der anderen Seite holen wir aus dem mittleren Kastel was raus. Dann greifen wir mal Spur nach unten, holen da unten was raus. Jetzt gehen wir wieder zur Mitte. Und wieder nach oben. So, und dann natürlich können wir das Ganze auch dynamischer gestalten. Zack, das heißt, wir gehen nach oben. Ja, richtig. Also, gibt es mehrere Varianten für alle. Sanft beginnen und dann steigern wir
schon langsam unseren Rhythmus. Und wir kommen zur Mitte. Sehr gut. So, Aufgaben sind wir gut, oder? Nächste Übung. Und zwar, wir steigen nach vorne. Und jetzt ziehen wir unsere Arme nach oben. Gehen die Streckung, kommen zurück. Ja, Step nach hinten. Andere Seite. Steigen nach vorne. Ja, stabil stehen. Jetzt ziehe ich nach oben. Komm zurück. Ja, immer darauf achten, bitte da stabil zu sein. Genau, da stabil. Zieh nach oben und wieder zurück. Andere Seite. Genau. Jawohl. Zack. Oben. Und wieder. Ja. Zack. Vorne. Jawohl. Und zieh nach oben. Kommen zurück. Anderes Bein. Lächeln bitte. Kommen zurück. Ja. Freitag haben wir, wie gesagt, aber das Schöne ist, auf Krone TV, für alle, die es noch nicht wissen, wir touren auch Samstag und Sonntag. 9:05 Uhr, wie gewohnt. Und da gibt es dann immer eine Zusammenfassung der Übungen aus der letzten Woche. Geht heute so ein Best-of. Und einmal noch jede Seite. Einmal noch. Okay, so. Stabilität aus der Mitte. Unsere Standwaage. Ein Bein gut verwurzeln. Ich fange jetzt heute mit dem linken an. Dann neige ich mich nach vorne. Schau, dass ich die Körperspannung halte. Und komm wieder zurück. Ich zeige es einmal so, ich glaube, ich sieht man es besser. Ja. Gut verwurzeln, Standbein nie ganz gestreckt, ja, leicht abgewinkelt, Körperspannung ist da. Hopsala, und jetzt gehe nach vorne. Ja, schau, wie weit komme und wieder zurück. Ja, dann kann ich mein Standbein wechseln. Ja, detto. Oder natürlich kann ich auch meine Arme jetzt dazu nehmen, in die Streckung gehen und wieder zurückkommen. Wichtig immer bitte, achtet darauf, ja. Körperspannung, nicht irgendwie so, sondern wirklich Spannung. Gehen wir nach vorne und wieder zurück. Ja? Und das macht jeder in seiner Bewegungsgröße. Einsteiger beginnen halt einmal klein. Ja? Neigen sich nach vorne, merken, das funktioniert, kommen zurück, nehmen das andere Bein, eventuell vielleicht einmal dann die Arme nach oben geben, wieder zurückgehen, Nabel zieht nach innen. Ja, und wir gehen, hoppala, wieder Scheinwerfer. Gehen nach vorne, halten die Position und kommen wieder zurück. So, ja, jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Vorne gehen. Und nochmal wichtig, ja, echt da wie ein Schranken, sage ich immer wieder. Neigen wir uns nach vorne, Körperspannung, die bleibt und wir kommen wieder zurück. Super, ja, genau so. Geht ja. Geht ja, einfach nur probieren. Ja. Vorne gehen. Und wieder zurück. So, und jetzt machen wir jede Seite einmal. Okay, gemeinsam. Achtung, wenn es geht, Arme nach oben. Jetzt gehen wir nach vorne. Schauen wir, wie weit kommen wir. Wie weit geht. Und jetzt halten wir die Position. Halten, halten. 4, 3, 2, 1. Und kommen zurück. Das gleiche natürlich jetzt mit dem anderen. Ja, genau. Gut stabilisieren, nach vorne gehen. Und auch hier wieder. Halten. 3, 2, 1. Und wir kommen wieder zurück. Super. Ja, das brauchen wir. Gotcha. Dynamischer wird es gleich wieder. Und zwar Kniehub. Abspreizen, anziehen, strecken. Anderes Bein beugen. Abspreizen, anziehen, strecken. Da kann man sich gern festhalten, wer möchte. Geh nach unten. Jawohl. So. Übrigens, morgen Samstag, ja,
sind wir beim Tag des Sports am Wiener Heldenplatz mit einem Zelt. Und ja, gibt es auch Gewinnspiele. Das heißt, es wird viele Bewegt-Shirts zu gewinnen geben oder eine Einladung zu mir in die Sendung live mitzuturnen. Schaut vorbei, ich freue mich. Ja, abspreißen. Jawohl, zack, hopse. Und wieder. Abspreißen. Im Rhythmus, ja, mal diesen Rhythmus finden. Hopsi. Hörst? Ein bisschen wackelt heute wieder. So. Und jetzt, Moment, bevor du drüber gehst, bitte anderes Bein. Jetzt wechseln wir. Anderes Bein. Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken. Beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Und wieder Kniehub. Zurück. Geht gut. Jawohl. So, ein Foto habe ich noch. Und zwar, lieber Philipp, ich tue das seit 2021 bei fast jeder Turnheit mit. Es motiviert mich, stärkt mich in meiner Psyche ebenfalls. Da schaut's her, ja. Und jetzt zum Ausgleich, praktisch zu meinen Kindern habe ich was gefunden, weil meine Kinder brauchen ja auch viel Energie und Kraft. Und das schaffst du einfach. Danke für die täglichen Turneinheiten. Liebe Grüße, die Barbara. Ja. Und geht schon, wir machen noch. Also, nicht nur den Körper stärken wir, sondern auch den Geist. Der Psyche tut's gut. So, wir kommen zur Mitte, lockern aus. Was haben wir als nächstes? Jetzt haben wir kurz geschaut. Ja? Und zwar haben wir den Ausfallschritt mit Oberkörper drehen. Das sieht folgendermaßen aus. Wir steigen nach vorne. Immer darauf achten, wenn wir vorne sind, dass wir da stabil sind. Arme haben wir in dieser Hände-Hochposition. Und jetzt einmal eine Richtung, andere Richtung. Kommen zurück. Steigen mit dem anderen Bein nach vorne. Auch da wieder. Eins, zwei. Und da kann ich wieder variieren. Einsteiger klein. Ja. Fortgeschrittene weiter nach vorne. Eins, zwei. Und die Profis machen halt einen größeren Ausfallschritt. Ja. Zack. Und eins, zwei. Aber immer entweder die Beine oder der Oberkörper. Und wieder zurück. Kein Mischmasch bitte. Also vor. Eins, zwei und wieder zurück. Und vor. Eins, zwei und wieder zurück. Und wir gehen wieder nach vorne. Eins, zwei und wieder zurück. Und wieder nach vorne gehen. Eins, zwei und zurück. Jawohl, nach vorne gehen. Eins, zwei und zurücksteigen. Und da bleiben wir schon da drauf. Jawohl, immer schauen, dass wir stabil stehen. Eins, zwei und zurück. Hoppala. Ja, nach vorne gehen. Eins, zwei und zurücksteigen. Vorne. Eins, zwei. Und geht schon, komm. Fünf machen wir noch. Fünf noch auf jedem Bein. Eins, zwei. Zwei. Und noch vier. Eins, zwei. Drei. Zwei. Und jetzt der letzte. Und immer auf die Qualität achten. Genau. Zack. Und wir steigen zurück. Ja, eine Übung hätte ich fast unterschlagen. Ich denke mal schon, das gibt es ja gar nicht. Und zwar machen wir Folgendes. Wir gehen auf unsere Zehenspitzen, also auf die Fußballen. Und jetzt marschieren wir mal dahin auf unseren Fußballen. Ja, lassen die Arme schwingen. Arme schwingen lassen. Und jetzt versuchen wir, hier höher nach oben zu ziehen. Ja, nicht, dass wir den Fußsohlmuskulatur stärken, sondern wir machen ein bisschen was Koordinatives auch dazu. Die ist ja noch relativ einfach und alle anderen, die schon länger mit dabei sind, kennen das, was als nächstes kommt. Zieh nach oben. Nach oben ziehen.
Jawohl, auf den Fußballen. So, und nächster Schritt jetzt. Jetzt gehen wir auf die Fersen. Mal versuchen. Kann ich mich gerne wo festhalten? Mal da auf den Fersen marschieren. Das ist schon ein bisschen interessanter, gell? Ja, freue mich über weitere Fotos, Videos. Schreiben, ja, über eure Erfolge an philippbewegt@krone.tv. So, und Achtung, jetzt wieder auch hier der Kniehub. Der Kniehub. Ziehen nach oben. Oben ziehen. Oben. Atmung fließen lassen. Hoppala, ja. Da wandelst du ein bisschen, das geht mir genauso. Und wir kommen zur Mitte. Jawohl. Dankeschön. So, wir lockern aus. Ja, freitags, da gehen wir mal schwimmen. Aber bevor wir schwimmen gehen, müssen wir ein bisschen was machen, damit wir beweglich sind. Und zwar starten wir mal ganz locker hier unsere Schultern zu kreisen. Ja, mal in eine Richtung zu gehen, nach hinten kreisen. Dann kreisen wir mal nach vorne. Jetzt nehmen wir die Arme mit. Werden schon langsam größer von der Bewegung her. Das heißt, wir schmieren das Pfandl wieder so richtig schön aus. Kreisen nach hinten. So, und jetzt versuchen wir was Koordinatives. Und zwar, ein Arm geht nach vorne, ja, der andere nach hinten. 3 und kann man sagen 9 Uhr. Dann gehen wir rauf auf 12 Uhr. Dann wieder 3 und 9, 6 Uhr. 3, 9 und dann versuchen wir hier schön langsam den Rhythmus aufzunehmen und können schwingen. Jeder für sich. Ja. Zeig's mal langsam her. Beide nach oben. Einer vor zurück. 3 und 9. 6 Uhr. 3 und 9. Und dann lass es schon richtig kreisen. Und dann kann ich euch einmal stoppen. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ja, wieder 6, 3, 9, 12. Ja, ist nur eine Übungssache. Gut, wir gehen ins Wasser, sprich wir gehen ins Becken, 200 Meter Lagen. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, wir starten. Erste Länge ist Delfin, das heißt, wir simulieren. Entweder kreisen wir die Arme so nach vorne oder können richtig versuchen, dann nach hinten abdrücken. Ja, dann Simulation Rücken, schwimmen wir kreisen nach hinten. Ja, dann haben wir, hoppala, okay, die Einrichtung zusammen, Brust. Ja, lange Tempos machen, kann ich einatmen, unter Wasser aus. Und dann kommt die letzte Länge, Kraul. Ja, nach hinten abdrücken. Okay? So, gut, wir sagen, gehen wir es an. Regie, ihr seid bereit, auf die Plätze, fertig und boop, los geht's. Jawohl. Erste Länge, Delfin. Freitag-Challenge. Ja, dann können wir uns richtig auspowern. Lange Züge machen. Und die erste Länge haben wir gleich. Jawohl, und wieder retour. Jetzt kreisen wir nach hinten. Ja, bleiben wir schon dran. Bitte weitermachen, ich habe meinen Stoppel verloren, mein Mikro. Und nach hinten. Hinten gehen. So, gleich kommen wir zur Wende. Zack, und jetzt die letzten beiden Länge. Wir machen uns lang. Und Brust. Lang machen. Ja, ein und unter Wasser ausatmen. Ein. So, ein paar Meter noch. Dann geht's ab zur letzten Länge, wo wir nochmal alles geben. So, jetzt lang machen und gehen wir. Komm. Jawohl, großes Finale. Richtig versuchen, hier nach hinten abzudrücken, lang zu machen. Ich verliere schon wieder eine Stoppe.
Jawohl. Gehen wir, komm. Finale. Finale. Letzten. Und jawohl. Super. Glaubt man gar nicht, gell? Wie das reingeht. Auch im Trockentraining könnte man sagen. Herrlich, ja. Fantastisch. Ist jetzt ein Wahnsinn. Super, ja. Und jetzt einfach durchatmen. Ja, die Zeit ist leider schon am Ende. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns morgen beim Tag des Sports. Würde mich sehr freuen. Und wie immer heißt es trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.